Hallo liebe Bastler, liebe Selbermacher. Ja, wir wechseln heute mal meine Badezimmer-Füllarmatur und ich denke, es wird ein kurzes Video und ich zeige euch, wie das geht. Für euch, die euch scheut, am Wasser was zu machen, ist das die ideale Übung, weil was soll denn hier passieren? Wenn es hier am Tropfen ist, läuft es in die Badewanne und weg. Es ist an einer anderen Stelle ein bisschen komplizierter und gefährlicher. Wir demontieren den jetzt und montieren den neuen. Das ist was Gescheites von der Firma Grohe, ja, made in Germany. Und ich wünsche uns beiden viel Erfolg, also euch da draußen und mir vor allen Dingen, dass es auf Anhieb gelingt. So, als erstes sperrt man natürlich mal das Wasser ab, unten im Keller oder wo immer auch das bei euch ist. Dann steht aber immer noch Wasserdruck in den Leitungen, weil der ist ja noch zu gewesen. Und wenn wir das jetzt mal aufmachen, ja, dann wird da noch Wasser kommen. Ja, das war der restliche Wasserdruck. Ja. Und das Warmwasser muss ich noch abstellen, fällt mir gerade ein. So, Wasser habe ich abgestellt. Natürlich muss man das Warmwasser abstellen, ja, weil das ist ja hier ein Mischer, ne? So, da kommt natürlich jetzt noch ein Rest raus, der auch in der Leitung, in der Steigleitung nach oben auch noch steht. Das muss jetzt ablaufen. Hier seht ihr, jetzt kommt nichts mehr. Und jetzt kann man hergehen. Eben entweder mit so einem Engländer hier oder mit einer speziellen Aperturenzange, wo die verchromten Muttern nicht so verschrammt werden. So, und im Uhrzeigersinn fest, also so rum locker. Und hier drüben, die lockern wir auch. So, und jetzt drehen wir es einfach gleichmäßig so runter. So. Und das war der erste Streich. Jetzt gehen wir her, machen das ein bisschen sauber. Die Dinger sind auch einfach nur draufgeschraubt. So, und hier, das zeige ich euch auch. Und hier sind diese gekröpften Teile in der Wand drin. Das heißt, das ist ein 1/2 Zoll Gewinde, das ist 3/4 Zoll. Und das ist hinten in der Wand in eine sogenannte Eckpfeife, ja, wo das Wasserrohr kommt. Das ist da reingeschraubt. Und wenn man das einfach nur austauscht, das was wir heute machen, müssen wir auch den Abstand nicht mehr einstellen. Das ist hier der gleiche Abstand wie für die neue Armatur. Ihr seht, das ist gekröpft, ne, so dass man, indem man das bisschen hin und her dreht, ja, den Abstand, das Abstandsmaß Mitte ganz gut einstellen kann. Das ist schon passiert, das brauchen wir nicht. Ja, das ist das beste Beispiel jetzt, dass das, dass man das ruhig selber machen kann, weil wenn es hier abläuft, dann läuft es in die Badewanne. Also es kommt hier ständig noch was auf meiner Kaltwasserseite nachgelaufen. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass der Absperrwasserhahn unten nicht hundertprozentig dicht ist. Aber das ist halt halb so wild. Wir drehen jetzt hier diese verchromten Abdeckkappen wieder drauf. So, schön bis zum Anschlag und auch die zweite. So. Und jetzt kommt das neue Teil. Jetzt ist wichtig, dass man hier die 3/4 Zoll Papierdichtung einlegt und dann das Ganze hier so aufsetzt. So, und ihr merkt schon, dass ich beide Überwurfmuttern hier mal rechts, mal links nachziehe. So, jetzt habe ich sie handfest dran.
Und jetzt ziehen wir sie einfach an. Aber Leute, alles auch mit Gefühl. Und so lange, dass wir merken, dass es abdichtet. So, ich drücke hier, als wenn ich hier mit dem Daumen da drücke, mit relativ wenig Kraft. Wenn da was undicht sein sollte, das heißt, wenn hier unsere Papierdichtung nicht richtig dichten würde, würde man dann hier unten Wassertropfen sehen. Dann lieber nochmal nachziehen in 1, 2, 3 Stunden, als dass man das jetzt zu hart anzieht. Ja. Ich kam heute beim Obi an dem Teil nicht dran vorbei. Das ist von Grohe. War auf den ihren Wühltisch für 65 Euro, normaler Preis 229 im Karton. Und auf den Karton kann ich verzichten. Ja. So, jetzt drehe ich das Wasser wieder an unten. Jetzt kommt's. Warm, kalt, klasse. So, ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video zeigen, wie man sowas machen kann. Keine Kunst, ja. Vor allen Dingen kann auch nicht viel passieren, weil es ist ja die Wanne unten drunter, wenn er die Wasserhähne im Keller abstellt, kaltes und warmes, wohlgemerkt. Also wahrscheinlich vor dem Heizkessel habe ich abgedreht und oder den Haupthahn. Der Haupthahn ist ja das, wo es kalte Wasser direkt ins Haus reinkommt. Ich glaube, der Haupthahn hätte auch gereicht. Gebt mir einen Daumen nach oben, schenkt mir ein Abo, adoptiert mich und ich sage bye bye, sagt der Bastelei, bis zum nächsten Mal.